Servus Leute, willkommen zum Mass Effect 3 hier auf der Citadel. Da sind wir stehen geblieben, sind wir gerade angekommen. Und wir sollen jetzt zum Rad. Na dann, drehen wir am Rad. Oh, der war nicht so gut. Beziehungsweise wir gehen erstmal ins Huerta-Krankenhaus und gucken nach Ashley. Das haben wir ja auch gesagt, dass wir das machen, nicht? So. Hier kann man auch jede Menge Blödsinn machen, weiß ich noch. Hier zum Beispiel kann man Medigi-Kapazitäten so einen Scheiß hochmachen. Wir haben 35.000 eine Süßigkeiten-Auswahl, Blumenauswahl. Ja, wir bringen hier ein paar Blumen mit, Süßigkeiten mit. Und ein paar Blumen, was soll's. So, ja, warum nicht? Ja. Tschüss. Ist hier ein bisschen nicht irgendwo, genau. Shepard, da sind Sie ja. Dr. Chakwas, Sie hier? Ich arbeite in einem Labor der Allianzforschung im Shelter-Bezirk, direkt unter Admiral Hackett. Mhm. Ich hörte, Sie seien von der Erde entkommen und hätten einen Schwerverletzten. Ich kam so schnell ich konnte. Es ging gegen ein synthetisches Wesen von Cerberus. Ashley hat's schwer erwischt. Oh ja. Wie geht es ihr? Sehr gut, angesichts der Umstände. Lieutenant Commander Williams' Belastbarkeit und Dr. Michels Fähigkeiten sind beeindruckend. Ich wünschte, ich hätte auf dem Mars helfen können. Ja, naja, sei froh, dass du nicht da warst. Wie ist es Ihnen ergangen? Es ist 6 Monate her. Wie ist es Ihnen ergangen? Gut, ich hatte Glück. Nach der Beschlagnahme der Normandy wusste die Allianz nichts mehr mit mir anzufangen. Hm? Ich gehörte nie offiziell zu Cerberus und war von meinem vorherigen Posten ordnungsgemäß freigestellt worden. Sie haben also nichts falsch gemacht, als Sie mir gegen die Kollektoren geholfen haben. Richtig. Aber hätte man Sie als Kriegsverbrecherin verurteilt, wäre ich als Komplizin angeklagt worden. Ach, Blödsinn. Aber Sie gehören auf die Normandy, kommen Sie aufs Schiff. Der Platz ist auf der Normandy, genau. Nicht in einem Labor. Ganz Ihrer Meinung. Ein Wort von Ihnen und ich bin dabei. Na dann, willkommen an Bord. Die Normandy wäre ohne Sie nicht dieselbe, Doktor. Holen Sie Ihre Sachen. Andockbucht D24. Jawohl, Commander. Und danke. Danken Sie mir nicht so früh. Joker ist auch noch an Bord. Und er nimmt bestimmt seine Medikamente immer noch nicht richtig. Das, davon kannst du ausgehen, ja. Gut, wir müssen unsere Crew hier erstmal wieder zusammenbauen. Deswegen auch noch kein Crew-Gelaber, logischerweise, ne? Gut. Wo ist die gute Ashley jetzt? Der Patient ist erst einmal stabil. War die hier drin? Das war ganz schön knapp. Nee. Es gibt so viele Nebenquests, die man hier machen kann. Schon so ein bisschen... bisschen erschlagend auf Dauer. Wo waren jetzt die... Bin ich jetzt doof? Hallo? Hä? Leute, ich hab vielleicht... Da. Bin einfach an alles zu weit gegangen. Okay. Hi. Das ist das kleinste Krankenhaus der Welt und ich verlaufe mich trotzdem. Ich habe mich erwischt, Williams. Ich war besorgt. Ich wollte nur mal nachsehen, wie es Ihnen so geht. Ich denke an Sie. Es tut trotzdem gut, Sie wiederzusehen, Lash. Sehr gut. Ruhen Sie sich aus, okay? Wenn es Ihnen besser geht, reden wir über alles. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Okay, Ash. Gute Besserung. Wir sehen uns bald. Ja, wenn man als Mail Shepard eine Romance mit ihr hatte in Mass Effect 1, dann ist das hier noch ein bisschen anders, logischerweise. Ich habe nur ein einziges Mal in meinem Leben eine Ashley Romance gespielt, über alle 3 Teile hinweg. Da ist auch Mass Effect 2 das Ganze ein bisschen anders und auch immer so trifft. Was ich super interessant finde. Sie haben sich da echt Mühe gegeben. Muss man denen schon lassen. So, Botschaften. Da ist ja auch unser Spectre-Büro. Auf die Nebenquests hier habe ich überhaupt keinen Bock, wenn man da rein darf. So, und hier kann auch Kasumi auftauchen. Ich weiß aber nie wann. Ich habe die nur einmal in meinem Leben gesehen. Und ich habe Mass Effect 3 schon mehrmals durchgespielt. Einige Male.
Aber Kasumi ist mir so ein Rätsel, wann die hier auftaucht und wann nicht. So. Das ist Commander Bailey. Wo ist eigentlich Udina? Da. Commander. Machen wir erstmal das Wichtige. Udina sagte schon, dass sie kommen. Wenn sie mir bitte folgen würden, der Rat hat bereits. Gut. Wir haben unsere eigenen Probleme. Es gibt nicht nur die Erde. Aber die Erde war der erste überfallene Ratsplanet und trägt die Hauptlast des Angriffs. Laut Ihren Berichten. Ich wäre mir da jetzt auch nicht so sicher. Die Berichte stimmen. Die Erde wurde angegriffen von den Reapern. Und das ist erst der Anfang. Wir brauchen Ihre Hilfe. Alles, was geht. Die Situation ist für uns alle ähnlich. Die Reaper stehen bereits vor unseren Grenzen. Wenn wir ihnen und der Erde helfen, fallen unsere eigenen Welten. Wir müssen gemeinsam kämpfen. Wir sollen ihnen also zur Erde folgen? Glauben Sie denn wirklich, dass wir mit vereinten Flotten die Reaper besiegen können? Ich erwarte nicht, dass Sie mir ohne einen Plan folgen. Ratsmitglieder, wir haben diesen Plan. Einen Bauplan von den Proteanern aus ihrem Krieg gegen die Reaper. Wofür ein Bauplan? Wir analysieren ihn noch. Aber es scheint eine Art Waffe zu sein. Fähig zur Zerstörung der Reaper? Es sieht so aus. Die Ausmaße sind... wäre ein gewaltiges Unterfangen. Nein, ich habe die Pläne Admiral Hackett geschickt. Die verbliebene Flotte der Menschen sammelt bereits Ressourcen für den Baubeginn. Ersten Kalkulationen zufolge ist der Bau durchaus machbar. Wenn wir zusammenarbeiten. Aber die Reaper haben die Proteaner doch vernichtet. Was hat ihnen die Waffe also genutzt? Sie war nicht fertig. Eine Komponente fehlte. Hier. Etwas, das nur als Katalysator bezeichnet wird. Sie hatten einfach nicht genug Zeit, um den Bau zu vollenden. Und damit können die Reaper besiegt werden? Wir haben einen besseren Plan. Wir sind mal freundlich. Ich werde es versuchen, ja. Ich meine, viele Optionen haben wir nicht. Liara hält es für möglich und ich auch. Und trotz meiner Probleme mit Udina muss ich ihm recht geben. Wir müssen zusammenhalten, jetzt mehr als je zuvor. Die Reaper werden jedes organische Wesen der ganzen Galaxie vernichten. Wenn wir keinen Weg... Jedes zumindest weit entwickelte organische Wesen. Es ist doch so. Immerhin können wir uns noch vorbereiten, solange die Reaper sich auf die Erde konzentrieren. Wir halten einen Gipfel unserer Spezies ab. Wenn wir unsere eigenen Grenzen sichern können, erwägen wir, ihnen erneut zu helfen. Tut mir leid, Commander. Mehr können wir nicht tun. Toll. Arschlöcher. Shepard, kommen Sie in mein Büro. Ich habe euer verdammtes Leben gerettet. Ist das ein Hilfsangebot? Ich finde über das Proteanergerät raus, so viel ich kann. Mach das, Liara. Wir haben gerade andere Probleme, glaube ich. Das ist ein Haufen selbstsüchtiger Esel, Shepard. Sagt der Richtige, aber egal, du hast recht. Wir haben zwar einen Sitz im Rat, aber die Menschheit wird immer nur zweite Klasse sein. Wie können Sie so blind sein? Sie haben Angst und kümmern sich nur um sich selbst. Unser ganzes Volk hat Angst. Und wir passen auf, so gut es geht. Rater! Ich kann Ihnen zwar nicht geben, was Sie brauchen, Commander, aber ich weiß, wie Sie es kriegen. Ich höre. Primarch Fedorian wollte den Gipfel, aber als die Reaper Pelevin angriffen, riss der... Das Treffen geht ohne ihn nicht weiter. Die Normandy ist eins der Schiffe, die den Primarch unentdeckt rausholen können. Ich sehe jetzt noch nicht, wie mir das weiterhilft. Bisher weiß ich nur, wie ich Ihnen helfen kann. Das sieht nur so aus. Aber die Teilnehmer dieses Gipfels entscheiden über unsere Zukunft. Wo unsere Flotten eingesetzt werden und gegen wen. Ein dankbarer Primarch wäre eine große Hilfe bei dem Versuch, uns zu einen. Wir sind im Krieg. Und ich soll Politikerin spielen? Bleibt manchmal nicht aus. Sie kriegen, was Sie wollen. Angeblich wurde der Primarch in eine Basis auf dem größten Mond von Pelevin gebracht. Mehr kann ich nicht tun. Der Rest liegt bei Ihnen. Na dann kennen wir unser nächstes Ziel. Der größte Mond von Pelevin. Da wäre noch etwas. Hm? Ich soll Ihnen im Namen des Rats mitteilen,
Wir halten Ihren Spectre-Status aufrecht. Dankeschön. Sie werden auch diverse Ressourcen erhalten. Cool. Lief ja großartig. Es ist ein Anfang. Ich rede bis dahin mit den anderen über eine Unterstützung des Gipfels, damit etwas vorangeht. Danke. Und übrigens mal ganz kurz, erstens, wenn es euch gefällt, wenn ihr seht, dann keinen Daumen nach oben und Abo, würde mich sehr freuen und den Kanal sehr helfen. Und es kostet nichts, tut also nicht weh. Nochmal sei gesagt, das hier wird kein 100% Run, also bitte erwartet keine Vollständigkeit bei irgendwas. Ich werde versuchen, die Gespräche so gut wie möglich mitzunehmen, aber ob ich sie alle erwische, kann ich nicht versprechen. Denn wie gesagt, wir machen das nach den Hauptmissionen. Und erst, wenn wir die Crew vollständig haben und mit einer ordentliche Folge draus wird, sonst macht das nämlich keinen Sinn. So, Spectre-Ausrüstung. Wir können uns gar nichts leisten. Ich hätte gerne die Black Widow. Muss ich ganz ehrlich sagen, die ist super. Aber 125.000 habe ich nicht. Was wollen wir hier so machen? Willkommen in der Informationsaquarianischen Flotte. Willkommen im Spectre Informationsverarbeitungszentrum. Dieses Terminal bietet ihr sicheren Zugriff auf Informationen und Unterstützung bei der Autorisierung von geheimen Operationen oder Requirierungen. Dieses Wort. Die Benutzung ist nur Agenten gestattet, die derzeit bei Special Tactics und Reconnaissance im aktiven Dienst stehen. Für alle Vorgänge, die eine Bezahlung erfordern, wenden Sie bitte ein nebenstehendes Terminal, das finanzielle Transaktionen sicher und nicht rückverfolgbar macht. Die Quarianische Flotte, warte mal. Die Quarianische Pilgerin Yen Volanda Nema auf der Citadel erhielt eine größere Geldanweisung von der Flotte. Yen Volan kaufte dafür Tech bei mehreren Schiffsbedarfshändlern. Ich kann das nicht lesen. Es ist zu früh, sorry Leute. Darunter Gestelle für Hochleistungswaffen und Emitter für kinetische Barrieren. Auf Ilium hat sich ein anderer nicht identifizierter quarianischer Pilger nach einer Schiffspassage in die Nähe des Perseusnebels erkundigt. Später soll er gesagt haben, seine Pilgerreise sei abgebrochen worden. Die Daten legen den Schluss nahe, dass die quarianische Flotte ihre Pilger einberuft und Schiffe für einen Kampf irgendwo in der Nähe des Perseusnebels aufrüstet. Das könnte eine Reaktion auf die Reaper-Invasion sein, aber es liegt weder ein Angebot noch eine Anfrage bezüglich Unterstützung vor. Die Informationen deuten darauf hin, dass die Quarianer sich viel mehr auf einen Konflikt mit den Geth vorbereiten. Ja, wir werden in diesem Spiel, wo ist Beta, in diesem Spiel auch noch die Rückeroberungsversuche der Quarianer miterleben. Zum Schießstand wollte ich jetzt nicht, wollte einfach wieder gehen. Ich wollte euch nur kurz das Spectre-Büro zeigen, da es das in Mass Effect 2 ja noch nicht gab. So, mit Bailey müssen wir auch nicht reden. Wir hauen einfach direkt ab. Normandy, willkommen zurück. Wie gesagt, der Rest hier oben ist mir relativ wumpe. Ja, das ist ja James. Hi, Gude. Hey, Commander. Liara sagt, der Rat sei nicht daran interessiert, uns zu helfen. Sowas in der Art. Warum sollten sie auch? Sehen Sie sich um. Hier gibt es keinen Krieg. Die Leute flüstern darüber, reden darüber, aber sie glauben es nicht wirklich. Gefällt es Ihnen nicht? Ich nehme an, Sie sind zum ersten Mal hier, bei der Elite der Galaxie. Ich war schon auf der Citadel, aber noch nie hier oben auf dem Präsidium. Es ist nicht richtig. Hübsch, ruhig und friedlich, aber nicht richtig. Es ist alles nur eine Illusion. Es war friedlich. Früher. Wirklich? Und wenn's eng wird, ziehen Sie sich zurück wie die Schildkröten. Und hoffen, dass es Sie nicht trifft. Das ist Ihnen lieber, als sich der Wahrheit zu stellen. Na, ist schwer zu glauben. Ich kann es ja selbst kaum glauben. Als wäre das auf der Erde alles nur ein Albtraum. Ja. Und genau das ist das Schlimmste. Dieser Ort will, dass wir vergessen. Wollen Sie immer noch zurück zur Erde? Ja, verdammt. Aber... Aber? Sie hatten recht. Genau wie Anderson. Allein schaffen wir es nicht. Außerdem ist es schon schwer genug, diese Pendejo-Politiker zu überreden, damit sie uns helfen. Und ich zieh's durch, was es auch kostet. Freut mich zu hören. Ich gehe runter in die unteren Ebenen. Da findet noch echtes Leben statt. Wenn Sie mal frei haben, können Sie mich ja besuchen. Vielleicht mache ich das. So, die eine Sache, warum es sich lohnt, nach unten zu gehen, weil wir es können, ist Kelly. Wir können Kelly wieder treffen. Falls euch erinnert, Mass Effect 2, die, oh Gott, was war die nochmal? Die Kommunikationstante da.
Super Erklärung, ich weiß. Aber ihr wisst, wen ich meine. Zur Normandy. Aber wie gesagt, noch haben wir keine Crew, noch macht es keinen großen Sinn, hier Crewgelaber zu machen. Und die Stellen mag ich nicht. Ich vergesse jedes Mal, dass sie existieren. Ah. Shepherds Traumaverarbeitung mit dem kleinen Jungen. Ich meine, es ist cool, dass es existiert. Es macht auch Sinn. Es war ein traumatisches Erlebnis. Auf jeden Fall. Aber du machst das, glaube ich, dreimal im Spiel. Und das finde ich einmal zu viel. Wie gesagt, die Idee ist cool. Das ist gar keine Frage. Denn ganz ehrlich, keine von uns würde es anders gehen, wenn wir sehen, dass unser Heimatplanet ja am Arsch ist. Und um uns herum die Leute wie die Fliegen sterben. Und wir dann noch mit ansehen müssen, wie ein kleines Kind vor unseren Augen getötet wird. Ich glaube, danach hast du mehr als nur einen Schuss. Nur kann sich Shepard das eben nicht erlauben. Denn Shepard muss funktionieren. Sonst ist alles verloren. Auch die, die noch leben. Ja, der Junge, den sie retten wollte, aber nicht retten konnte. Liara, kann ich helfen? Ich habe den Turianischen Ratsherrn über das Proteanergerät informiert. Es kann ohne Unterstützung des Rats nicht gebaut werden, aber erst muss ihr Primarch sicher sein. Ich weiß. Sind Sie in Ordnung? Ja, es ging mir schon mal besser. Ich habe nicht unbedingt gut geschlafen. Dahinter steckt doch noch mehr, oder? Was beschäftigt Sie wirklich? Mein Volk auf der Erde, die Machtkämpfe der Galaxie, die sind mir erstmal wurscht. Als die Reaper angriffen, hörte ich die Menschen in den Straßen schreien. Da war ein Kind. Ich konnte es nicht retten. Sie können nun mal unmöglich alle retten. Aber sie tun alles, was sie können und werden rechtzeitig dort sein, um zu helfen. Hoffentlich stimmt das. Geben Sie sich nicht die Schuld. Commander Shepard, ich bin Spezialistin... Oh, Verzeihung. Ich dachte, Sie wären allein. Ich wollte gerade gehen. Commander? Hallo, ich bin Samantha Trainer, also eigentlich Lieutenant, von der Allianzforschung. Ich war an der Nachrüstung der Normandy nach der Übergabe an die Allianz beteiligt. Es waren nur wenige an Bord, als die Reaper angriffen. Es ist in Ordnung. Langsam, Spezialistin Trainer. Alles in Ordnung. Danke. Ich komme aus dem Labor und habe nie mit einem Schiffsposten gerechnet. Na dann. Sagen Sie mir etwas über die Nachrüstungen. Das Schiff erfüllt jetzt die aktuellen Allianzvorschriften und hat die allerneuesten Quantenverknüpfungskommunikatoren. Die Normandy sollte nämlich Admiral Anderson als mobile Befehlszentrale dienen. Das ist keine Option mehr. Ja, er ist geblieben, um zu kämpfen. Es ist jedenfalls eine Ehre, unter Ihnen zu dienen, Commander. Also, solange Sie mich brauchen. Ich sollte nämlich nur bei der Nachrüstung helfen. Shepard. Einige Systeme erfordern weitere Tests und Spezialistin Trainer war bei der Installation außergewöhnlich effektiv. Ich möchte, dass sie bleibt. Gut, Edie. Moment, seit wann stellt eine virtuelle Intelligenz Anforderungen? Edie ist eine KI. Volles Bewusstsein. Ach, wusste ich doch, dass Joker lügt. Jeff meinte, ich soll zum Schutz so tun, als wäre ich nur eine VI. Verzeihen Sie die Täuschung. Danke, Edie. Und verzeihen Sie bitte meine Bemerkungen über Ihre attraktive Stimme. Soll ich Ihnen mal alles zeigen? Die neuen Upgrades werden Sie bestimmt beeindrucken.
Im KIZ befindet sich die Galaxiekarte, wo Sie die Zielposition der Normandy einstellen können. Sie können auch Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal abrufen. Die Einsatzzentrale dient dem strategischen Überblick über missionsspezifische Informationen und der Analyse des Krieges. In der Shuttlebucht ist eine Waffenkammer, wo Sie zwischen den Missionen Ihre Ausrüstung modifizieren können. Das wird noch sehr wichtig. In dem alten Offiziersbüro auf Deck 3 jede Menge Hardware aufgestellt. Den Raum beansprucht sie für sich. So, das war's. Es ist immer noch dasselbe Schiff, nur jetzt mit Allianzlackierung. Ach ja, ich glaube, Admiral Hackett möchte über Videoleitung mit Ihnen sprechen. Jetzt lasst mich doch mal anfangen, Leute. Commander, Udina hat mich über Ihr Treffen mit dem Rat informiert. Jop. So, als hätten die alle ordentlich Schiss. Ja, aber ich verstehe die Bedenken und wir haben eigentlich auch schon ein Ziel, Hackett. Wir haben Ihnen viele Unbekannte präsentiert. Sie fühlen sich bedroht und wollen Lösungen, keine Theorien. Wir haben im Moment aber nur Theorien. Was ist Ihr Plan? Ich will den turianischen Primarchen zu einem Gipfeltreffen mit Asari und Salarianern bewegen. Genau. Ich umgehe den Rat und wende mich direkt an die Führungsebene. Das ist gut, gefällt mir. Dort legen wir das Fundament für unseren Gegenangriff. Leider haben wir im Moment nicht viel, um das Ganze zu untermauern. Dann schließen Sie Bündnisse. Versammeln Sie alles und jeden für die Sache. Und das Proteanergerät? Bringen Sie mir Leute, die es bauen. Falls das nicht geht, besorgen Sie Schiffe, Soldaten, Nachschub, was Sie kriegen können. Wir müssen die Reaper auf jedem Kriegsschauplatz beschäftigen, um Zeit für den Bau des Geräts zu haben. Und wenn es fertig ist? Falls wir das schaffen, ziehen wir alle Ressourcen zusammen. Wie eine riesige Armada, die das Gerät bringt, wenn die Reaper am verwundbarsten sind. Je stärker diese Armada ist, desto besser sind ihre Chancen durchzukommen. Und die Erde? Und die Erde, Sir? Wir können nur hoffen, dass Anderson und der Rest der Allianztruppen durchhalten, bis wir den Feind besiegt haben. Ich verstehe. Gut. Dann setzen Sie es um, Commander. Ich erwarte regelmäßige Berichte über Ihren Fortschritt. Hackett, Ende. Ja, wir dürfen eine Armee aufbauen. Das war mit einer der großen Punkte an Mass Effect 3. Kriegsaktivposten. Leute, Waffen, Armeen und Flotten, die sie versammelt haben, sind ihre Kriegsaktivposten. Die gesamte Raja-Galaxie legt fest, wie effektiv diese Aktivposten der letzten Schlacht sein werden. Und wir sehen aktuell 550 militärische Stärke allein durch die Allianz. Und wir sehen, wo das Minimum ist und wo das Maximum ist. Mit den DLCs ist es ziemlich leicht, das Ganze voll zu bekommen. Auch ohne irgendwelche Sidequests. Im Original musste man den Mehrspieler-Modus noch mitspielen, um die Scheiße vollzukriegen. Das müssen wir hier nicht, zum Glück. Ich hatte den Mehrspieler-Modus, gibt's überhaupt nicht. Das hat auch ein paar Leute damals ziemlich genervt, weil das halt echt, das ist eine merkwürdige Mechanik, um festzulegen, wie gut das Finale läuft oder eben nicht. Finde ich zumindest. Und viele andere haben es eben auch so gesehen. Sollte ein bisschen den Ansporn bringen, die Galaxie mehr zu erkunden und mehr zu tun. Die Allianz hat ein neues Cerberus-Labor auf Sanctum gefunden. Admiral Hackett möchte, dass Sie es näher untersuchen. Jawohl, wenn wir ein bisschen mit ihr reden. Sehen Sie nach Ihrer neuen Rekrutin? Jawohl. Ich wollte nur sehen, wie es Ihnen geht. Ich versuche noch, mich einzuleben. Bei der Arbeit an den Upgrades der Normandy ging ich abends immer nach Hause. Ich hatte nicht mal eine Zahnbürste oder frische Wäsche und musste alles behelfsmäßig auf der Citadel kaufen. Na, ich hätte Ihnen helfen können. Wenn Sie was brauchen, fragen Sie einfach. Sie sind nicht allein. Oh, schon okay, Commander. Sie haben bestimmt größere Sorgen. Wir haben Anforderungsformulare. Meine Zahnbürste ist eine Scission Pro Mark IV, die mit Masseneffektfeldern Plaque entfernt und den Gaumen massiert. Kostet 6000 Credits. Was? Okay, darum müssen Sie sich selber kümmern. Jedenfalls, danke für die Chance, hier bleiben zu dürfen. Sonst noch irgendwas? Wie sind Sie denn beim Militär gelandet? Meine Familie hatte kein Geld für die Universität. Aber als die Allianz meine Eignungstests sah, bekam ich ein Stipendium. Nach dem Abschluss kam die Pflichtzeit und dann bin ich geblieben. Das Labor war eine tolle Herausforderung. Aber der Fronteinsatz ist natürlich auch irgendwie toll.
Und Reaktion auf den Krieg? Es überrascht mich, dass Sie sich um eine Zahnbürste sorgen. Wir haben wichtigere Probleme. Oh, glauben Sie mir, es war schrecklich, die Reaper auf der Erde zu sehen. Aber was würde es nützen, hier im KIZ in Tränen auszubrechen? An Bord der Normandy zu sein hilft. Wenn jemand die Reaper aufhalten kann, dann Sie. Und wenn als neu markierte Nachrichten und Informationsverwaltung Ihnen helfen, dann ist es das wert. Und Ihre Arbeit im Labor? Sie waren bei der Allianzforschung? Ja, und obwohl die Quantenverknüpfung die Kommunikation erleichtern sollte, ist das Einbinden mehrerer ankommender Quellen und dann die Vernetzung mit extrapolierten, zeitverzögerten Daten zur Konstruktion einer kohärenten GUI. Es ist sehr aufregend. Für mich zumindest. Ich habe gerade alles verstanden. Nicht. Persönliche Vergangenheit. Wo kommst du ursprünglich her? Einer Kolonie in den Terminus-System. Studiert habe ich auf der Erde, in Oxford. Meine Eltern waren aus London. Sie haben die Erde geliebt, wollten aber die Freiheit des Kolonielebens. Wären sie in London geblieben, wären sie jetzt wohl tot. Sagen Sie nicht so etwas. Viele Menschen auf der Erde leben noch und sie zählen auf uns. Wohl wahr, Commander. Na dann, tschüss. Weitermachen, Spezialistin. Ja, ich glaube, es ist offensichtlich, warum ich bis Mass Effect 3 gewartet habe in der Romance. Für die Leute, die die anderen beiden Let's Plays gesehen haben. Wir wollen natürlich mit Samantha romancen. Ich finde einfach diese Romance am besten von allen, neben Tali als Mel Shepard. So, haben wir hier irgendwas Spannendes zu lesen? Ich weiß gar nicht. Prioritätsmission, ja, klar. K9. Werbung, Eilmeldung, Notfall. Das gesamte Fleet Admiral, bla bla, Feindsystem, systemisch, ja, weil jetzt auch Reaper im System rumfliegen, dann kriegen wir auch wieder auf den Sack. Das hier werde ich mal finden. Beginnen Sie beim Cerberus-Labor auf dem Planeten Sanctum. Genaue Einweisung, Kurs für Ihrem Eintreffen. Ja, das ist eine Nebenquest. Ja, ich weiß, danke. Wir reden noch ganz kurz mit Joker und dann gehen wir zu den Turianern. Wie gesagt, richtiges Crew-Gelaber machen wir dann erst, wenn wir die Crew soweit beisammen haben. Das mag jetzt ein paar Leute stören, aber ich finde, wenn man das alles auf einmal abklappern kann, ist das viel effektiver, als wenn man immer wieder eine einzelne Person hinterher rennt. Ist zumindest meine Meinung. Ich hatte meine Zweifel, was den Rat angeht. Aber nachdem er jahrelang Ihre Warnungen ignoriert hat, sagt er Ihnen jetzt endlich offen, dass er nicht helfen kann. Ist nicht Ihre Schuld. Alle tun ihr Möglichstes. Haben Sie wenigstens unsere Parkgebühren bezahlt? Naja, sagen Sie es mir, wenn Sie mit Ihnen reden und dann mitten im Gespräch auflegen wollen. Wegen der alten Zeiten. Ah, muss Joker einfach lieben. Okay, jetzt aber mal genug gelabert, los geht's. Wir wollen ja vorher noch ein bisschen Action haben, nicht wahr? Schnappen wir uns die Turianer. Ah, das wird lustig. Da treffen wir unseren ersten stärkeren Gegner. Eroberte Systeme im Cluster, die bereits von Reapern erobert wurden, können sie Hilfe des Tarnsystems der Normandy eindringen, um dort noch überlebenden Bergungsgut und wertvolle Informationen zu suchen. Ja, wir haben leider nicht mehr hier Sonde gestartet. Starte Sonde. Hier ist übrigens was. Proteanisch Artefakt beschaffen. Was ist hier hinten? Wo es blinkt, das kann man durchaus mitnehmen. Wir machen das aber erstmal ganz kurz das hier. So. Wie gesagt, keine 100%, aber so ein bisschen was müssen wir mitnehmen für die Bereitschaft. Ist ja logisch, ne? In den DLCs ist es zwar leichter, aber die Normandy ist mit einem neuen, verbesserten Scan-Impuls ausgerüstet, der interessante Objekte aufspüren kann. Setzen Sie ihn ein, um Kriegsaktivposten, Artefakte, Informationen und Treibstoff zu finden, während Sie durch ein System fliegen. Beachten Sie aber, dass bei jedem Einsatz des Impulses die Chance steigt, dass Reaper in das System einfliegen, um die Lage zu sondieren. Wenn die Reaper in ein System eindringen, indem sie sich aufhalten, sollten sie fliehen und mit der Rückkehr warten, bis sie eine Mission abgeschlossen haben. Ja, ja, das ist. So, Eden Prime. Landen. Das Reaper-Artefakt beschaffen. So. So, los geht's. Unsere Waffen bleiben auch so, wie sie sind aktuell. Da müssen wir nicht großartig was machen. Waffenmods haben wir eh noch keine. Achso, ich habe keine. Will ich irgendwas machen hier? Wie viele Punkte habe ich eigentlich? 9. Hm.
Ich weiß nicht, was ich machen will. Gewichtskapazitätsbonus brauche ich eigentlich auch nicht. Ja, aber das hier. Boom, so. Passt. Die anderen mache ich automatisch zwischendurch. Eden Prime. Hier hat alles begonnen. Deswegen wollte ich auch hier hin. Da haben wir damals den Sender bekommen. Hat der Proteaner-Sender ihnen die Vision gegeben, die uns vor den Reapern gewarnt hat. Sind sie hier nicht zum ersten Mal gegen Saren und die Geth angetreten? Ganz genau. Ja. Und jetzt ist Cerberus hier. Und die Kolonisten von Eden Prime werden wieder angegriffen. Ich erinnere mich an Eden Prime. Scheint länger her zu sein als nur 3 Jahre. Wie schlimm? Viele tote Zivilisten. Und ich habe Jenkins durch eine Geth-Drohne verloren. Es hieß, Saren hätte Bomben gelegt, um die ganze Kolonie auszulöschen. Ja, das versucht und er ist gescheitert. Nicht in meiner Schicht. Verdammt richtig. Cerberus hat Eden Prime schwer getroffen. Das Ganze war ihnen eine Großoffensive wert. Es gibt woanders noch Überlebende, aber alle Kolonisten in der Nähe der Ausgrabungsstätte wurden getötet. Es ist hart für diese Leute. Das verdienen sie nicht. Ich weiß. Die Allianz hat versucht, Kolonisten zu evakuieren. Aber Cerberus kam so überraschend. Wenn wir Überlebende finden, tun wir, was wir können. Was ist mit dem Artefakt? Gehört es zu dem Proteanergerät vom Mars? Die Allianz hatte keine Details darüber, was Cerberus genau gefunden hat. Aber was es auch ist, bei uns ist es besser aufgehoben als bei Cerberus. Ich bringe sie so nah wie möglich an die Ausgrabungsstätte ran. Wir werden mit Sicherheit entdeckt, aber ein paar Minuten haben sie. Verstanden. Also gut, alle zusammen. Bereit machen. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte, bevor Cerberus weiß, dass wir hier sind. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. So viel Glück haben wir nicht, Liara, das weißt du doch. Noch ein Stück Kaffee trinken zwischendurch. Bevor er ganz kalt wird. Kein Anzeichen von Überlebenden. Los. Ich lern's nicht, ne? Das war früher eine wunderschöne Kolonie. Ist immer noch wunderschön hier. Sie werden auch diesmal zurückkommen. Die Stadt auf der Erde, in der ich aufwuchs, war brutal und dreckig. Das reinste Kriegsgebiet. Eden Prime hat das nicht verdient. Niemand verdient so etwas. Aber es wird sie stärker machen. Was sie nicht umbringt, macht sie stärker. Schon eine alte Binsenweisheit irgendwo. Oh, hi. Ich wollte den Computer. Danke. Gib mir das Geld. So. Zack. Erstmal alles einsammeln, alles klauen, was hier noch übrig ist. Verarbeitungsupdate. Wir haben weitere arbeitsfähige Männer und Frauen aus den befriedeten Gebieten geholt. Die meisten Kolonisten akzeptieren die Geschichte, dass sie harte, aber ungefährliche körperliche Arbeit in einem Cerberus-Forschungslager auf der anderen Seite des Planeten leisten müssten. Und seit wir als Lohn die Essensration erhöht haben, gibt es auch kaum noch Beschwerden. Halten Sie diese Geschichte so lange wie möglich aufrecht. Wir haben zu wenig Leute, um die ganze Kolonie zu bekämpfen. Und wenn diese Familien wüssten, dass sie ihre Söhne und Töchter nie wiedersehen, würden sie in Sicherheit nicht mehr kooperieren. Alter. Diese Cerberus-Daten könnten den Kolonisten helfen, die in anderen Teilen von Eden Prime noch am Leben sind. Wie? Ich kann diese Infos an den Widerstand von Eden Prime übermitteln. Vielleicht helfen sie ihnen, Cerberus zurückzuschlagen. Das ist eine gute Idee, Liara, und das werden wir auch sicherlich zwischendurch machen. Ich glaube, das Ganze hier ist übrigens ein DLC gewesen, ursprünglich. Da, das ist der Aufzug runter zur Ausgrabungsstätte. Wer das Game kennt, der weiß genau, warum ich hier jetzt hingeflogen bin als erstes. Na gut, der Folgentitel, da rät's ja auch eigentlich. Das kann doch nicht sein. Das ist kein proteanisches Artefakt. Sondern ein Proteaner. Sie meinen einen Kollektor? Die Dinger, in die die Reaper die Proteaner verwandelt haben? Nein, einen echten, unmodifizierten Proteaner, der noch lebt. Sie haben recht. Das kann nicht sein. Das in den Archiven auf Ida waren früh. Proteanische Stasekammern, die nur wegen Energiemangels nicht funktioniert haben. Cerberus hat das in einem unterirdischen Bunker gefunden, mit Energie. Er liegt seit 50.000 Jahren in Stase und wartet auf uns. Wir könnten so viel lernen. Das interessiert mich. Was können Sie mir über Proteaner erzählen? Das Volk, nicht die Technologie. Sie wissen durch den proteanischen Dechiffrierer vermutlich genauso viel über sie wie ich.
Das Proteanerreich umspannte die Galaxie. Sie haben viele Spezies unterstützt, damit sie sich der galaktischen Gemeinschaft anschließen konnten. Unterstützt, ja? So wie die Salarianer die Entwicklung der Kroganer beschleunigt haben? Ja, den Ausgrabungsstätten auf dem Mars oder hier auf Eden Prime zufolge wollten die Proteaner, dass andere Spezies dazulernen. Sie waren sehr an Wissen, Wachstum und Zusammenarbeit mit dem Rest der Galaxie interessiert. Beeindruckend. So wie Sie das beschreiben, klingt das sehr nach den Asari. Meine eigene Wahrnehmung ist natürlich etwas verfälschend. Aber was die Proteaner auch waren, ein lebendes Exemplar ist eine unfassbare Gelegenheit. Dann freut es mich, dass Sie hier sind. Zum Glück haben wir eine Expertin. Ich tue, was ich kann. Wenn ein einzelner Proteaner in Stase versetzt wurde, könnte er der führende Wissenschaftler seiner Zeit sein oder der weiseste Ratgeber. Nichts von beidem, fürchte ich. Die Lebenszeichen sind instabil. Dann holen wir ihn raus. Nein, das würde ihn töten. Wir brauchen das Befehlssignal, mit dem der Stase-Modus beendet wird. Außerdem müssen wir die Kapsel aufbekommen, ohne noch mehr Schaden anzurichten. Cerberus wollte in den... Hat wer einen Dosenöffner? ...die Funde von der Ausgrabungsstätte erforschen. Da sollten wir anfangen. Und entdeckt. Achtung! Hat ja nicht lange gedauert. So, das Ding mal gleich erledigt. Bam! So. Ich liebe meinen Sniper-Rifle. Ja, aber fürs Laufen habe ich lieber meine Pistole in der Hand. Gut. Waren wir hier eigentlich schon drin? Gibt es hier nochmal Spannendes für mich zu klauen? Ich meine natürlich zu bergen. Anscheinend nicht. Hier vielleicht ein bisschen Geld? Nein. Truppeneinsatz-Update. Schwerer lokaler Widerstand in den Süd- und Westsektionen der Kolonie. Wir haben die meisten unserer Truppen zur Unterstützung aus dem Norden abgezogen. An alle verbliebenen Kräfte im Norden setzen sie die Standardpatrouillen fort, um die Illusion einer starken Präsenz in dem Gebiet zu wahren. Wenn die Einheimischen wüssten, dass sie unterbesetzt sind, könnten sie erheblichen Schaden anrichten. Noch mehr Informationen, um den Kolonisten zu helfen. Je mehr wir finden, desto besser wird ihre Chance. Ja, wir gucken ja fleißig, Liara, aber ich habe, glaube ich, noch nie alle gefunden. Ausrüstung bergen. Ich erinnere mich zumindest nicht daran, dass ich alle gefunden hätte. Jemals. Ich tue mich hier generell auch ein bisschen schwer, den richtigen Weg zu finden. Oh, eine Leiche. Oh, scheiße. Sind sie kaputt? Hier gibt nichts zu finden. Scheiße. Ey, du. So. Komm her, Babsack. So. Kaputt. Das ist das Schlimmste an den blöden Technikern. So. Noch wer? Nein? Gut so. Sie blöden Geschütze aufbauen. Es kommt noch eine Mission später, da gehen die einem richtig auf Keks. Wenn die da Geschütz nach Geschütz nach Geschütz aufbauen und man kaum vorankommt. Das war auf Wahnsinn kein Spaß. Cerberus studiert sie, um das Signal zur Deaktivierung der Stase zu finden. Ja, ich suche gerade noch was anderes, Liara. Das war nicht das, was ich gesucht habe. Ich suche ja immer noch Informationen, die wir den Kolonisten geben können. Was war denn hier nochmal? Oh. Oh. Die Party ging schief, würde ich sagen. Sie wurden niedergeschossen, während sie sich bei ein paar Drinks das Spiel angeschaut haben. Verdammte Scheiße, hier hat jemand gewohnt. Was für ein Spiel überhaupt? Was spielt man hier? Was für eine Sportart. Ich finde es nach wie vor blöd, dass das nicht erwähnt wurde. Weil mich das schon interessieren würde. Was haben die hier für einen Sport geguckt? Fußball? Basketball? Golf? Ja.
Noch wer? Ich bin so gut. Ich kann den ganzen Tag so machen, Leute. Und hier? Glaube nicht. Ja, es sind aber wirklich noch mehr. Gut so. Und das war's dann hier. Ja, warte. Liara, warte, bitte. Wir haben noch nicht alles erforscht hier. Denk dran. Wir sind ja gerade umgedreht, aber wir wollten ja noch was anderes überprüfen. Da ist ja noch eine Tür, wo wir nicht durchgegangen sind. Wir wollen ja die Unterlagen alle finden, um den Kolonisten zu helfen, nicht wahr? Außerdem müssen wir das hier doch auch machen. So. Ein Reaper-Angriff. Die sind schon verdammt effizient, wenn sie irgendwo einfallen, nicht wahr? Ich hätte nie gedacht, dass unser Reich fällt. Wird es nicht. Wir schlafen, bis die Reaper in den Orkusnebel zurückkehren. Dann erheben wir uns Millionen stark. Für das Reich. Für das Reich. Ab in ihre Stase-Kapsel. Victory, schicken Sie das Stase-Bereitschaftssignal an alle Lebenskapseln. Und die Flüchtlinge, die den Bunker noch nicht erreicht haben? Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Sehr nett. Und schon damals gab es Kollektoren. Ich habe das Signal. Sie haben das verstanden? Sie nicht? Nein, ich habe nur Rauschen gesehen. Cerberus hat versucht, es zu verstehen, ohne Erfolg. Der proteanische Dechiffrierer, den Sie auf Pharos erhalten haben, dadurch sehen Sie die Bilder so wie ein Proteaner und verstehen Ihre Sprache. Wie auch immer, ich habe das Video gesehen und Ihr Signal. Perfekt, dann müssen wir nur noch rausfinden, wie man die Kapsel öffnet. Das machen wir schon. Stufe 33. Da sind die Kapseldaten. Sehr gut. Es muss aber irgendwo noch Daten gegen die Kolonisten geben. Aber will. Gute Frage, nächste Frage. Ja, wir haben mit Sicherheit noch nicht alle. Irgendwas fehlt bestimmt noch. Aber ja, vielleicht da. Mal gucken. Auf dem Rückweg vielleicht. Hier vielleicht was drin? Nö. Schade. Das nehme ich mit. Dankeschön. Mach ich hier mal auf. Der nächste große Computer. Die nächste wichtige Stelle. Hier irgendwas Spannendes für uns. Ja, Munition. Nehme ich mit. So ein Sniper-Rifle verbraucht ja auch ein bisschen was, nicht wahr? Die nächste Botschaft, die nur wir verstehen. Hat er nicht ein schönes Gewehr? Meine Lieblingswaffe für das ganze Spiel. Unendlich Muni. Schön zu tunen. Das Ding macht Spaß. Proteanerstrahler. Victory! Die Schotten dicht! Verstanden.
Ich bin übrigens nach wie vor der Meinung, dass wir das Munitionssystem Mass Effect 1 hätten übernehmen sollen für alle Spiele. Sprich, dass sie einfach überhitzen, dann wieder kühlen müssen. Das fand ich besser als die Thermomagazine. Man gewöhnt sich zwar dran, ja, und es stärkt auch die Herausforderung. Aber jetzt haben sie den Proteanerstrahler ja da eingebaut, der quasi Mass Effect 1 Waffen funktioniert. Also. Hätte man es auch gleich so lassen können, finde ich. Ein Drittel unseres Volkes. Alarm! Nordshot kann nicht dicht gemacht werden. Feinde entdeckt. Dann alle Kräfte nach Norden! Haben Sie das auch verstanden? Ja, du nicht? Ausgezeichnet. Dann haben wir alles, um die Kapsel zu öffnen. Ach, da. Ich wollte gerade sagen, Liara, wo bist du? Willkommen in der Gesellschaft. Ihre Verstärkung ist da. Die ist auch gleich wieder weg. Du baust hier nichts auf, Kollege. Au! Aber was? Dabsack, hau ab! Nein, 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 nein. Auch Wahnsinn undenkbar. Sich so frontal vom Geschütz zu stellen. Irgendwann mache ich mal einen Wahnsinns-Run durch alle drei Teile. Aber dann im Stream. Das tue ich mir dann nicht als Videoreihe an. Jetzt versteck dich doch nicht, Kollege. So. Hast du was fallen lassen für mich? Munition? Nö, schade. Eieieiei. Oh Gott. Boah, zwei auf einen Streich. Ah ne, der andere steht da hinten. Da ist noch ein Geschütz, wo? Ist da noch ein Geschütz? Da. Okay. Nix die weg hier, Leute. Wir müssen da rüber. Noch was nachdenken, wie kommen wir da nochmal rüber? Über den Aufzug, ne? Wo war der nochmal? Sie haben die Brücke eingezogen. Wir müssen einen anderen Weg rüberfinden. Wie wär's mit dem hier, Liara? Durch Zufall mal richtig gelaufen. Ich hab mich hier schon so oft verlaufen, Leute. Ich bin hier teilweise Stunden rumgeirrt, bis ich den Weg gefunden habe. Ich einfach nicht gesehen, ob ich da runterhüpfen kann. Das wollt ihr euch nicht vorstellen, wie belämmert man sein kann. So, wir haben es geschafft. Wir sind unten. Das müssen wir noch verteidigen und dann ist das hier auch schon gegessen. Und nächste Folge gibt es dann Tugriana. Ich übermittle das Signal. Perfekt. Es wird ein bisschen dauern, bis die Lebenskapsel es verarbeitet hat. Jede Menge Feinde im Anmarsch, Commander. Wir müssen diese Stellung halten. Mist! Hör auf, dich zu bewegen! Das gibt's doch nicht, der bewegt sich immer in der Millisekunde, in der ich schießen möchte. Jetzt, bam! Das war der erste. Au! Da kommen sie! Bam! So!
Was? Wie hat er sich gezählt? Ich hab dem volle Kanne eine verpasst. Was ist das jetzt? Haben wir so Ruhe? Ich hab mir noch 2 Schuss. Und Munition holen. Da kommen noch welche. Ich brauche Munition. Ich muss nach vorne. Leute. Halt meine Stellung. Ich hole Munition. Ich sagte, ich hole Munition. Was zum Teufel ist daran so schwer zu verstehen? Wo ist denn da noch einer? Hallo? Wer lebt denn hier noch? Hallo? Ach du, hi! Oh. War ein Irrtum, hat doch nicht gelebt. Ja, ich suche Munition, verdammte Axt. Ich finde nix. Da, danke. Hat die Lebenskapsel den Stase-Modus beendet? Wir haben's fast geschafft! Fast heißt noch nicht ganz. Im Gebäude nebenan befindet sich ein Nachschublager von Cerberus. Gut, danke. Ich kann die Feinde mit einer Singularität blockieren. Ja, weiß ich. Das machst du schon ganz gut automatisch. Schwerer Mech, er darf nicht nah rankommen. Oh nee. Jau! Und man kann die Kameraden da rausholen übrigens. Wenn man das Cockpit zerstört. Die Cockpitscheibe. Was mir sehr selten gelingt. Tatsächlich. Man merkt es vielleicht. Jetzt. Okay. Weil man kann die nämlich auch übernehmen. Die Viecher. Gott, ich liebe die Sniper-Rifle. Die Mantis ist so gut. Schon Munition, bin gleich wieder da. Ja, da. Ja, das wäre jetzt nicht aufgefallen, dass ihr Verluste erleidet. Ich dachte, euch geht's gut. Wo ist denn der? Oh, wieder so ein Feigling, der nicht rauskommt. Warte, ich hole ihn. Bin schon unterwegs. Da. Nee, tot. Das hat mit Verwundung schon nichts mehr zu tun. Na dann, erwache, mein Freund. Sie haben es geschafft. Göttin. Der letzte Proteaner. Er braucht vielleicht eine Weile, um sein Bewusstsein wiederzuerlangen. Ich will übrigens versuchen, die Kamera immer auszumachen, wenn eine Cutscene kommt. Bei normalen Gesprächen ist es ein bisschen blöd, aber ich gebe mein Bestes. Aua! Hey! Was soll denn der Blödsinn? Das wäre ich auch. Es ist schon ein verdammt hübscher Planet, ne? Nicht vergessen, für uns sind es 50.000 Jahre, aber für ihn sind es nur... ein paar Minuten. Negativ. Berechnung zufolge wird der Bunker überrannt. Kapseln online! Diese Soldaten leben noch! Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Nee. Zur Lebenskapsel. Die Neutronenreinigung säubert die Anlage.
paar hundert Leute. Wie soll ich daraus ein Reich wieder aufbauen? Weitere Änderungen sind erforderlich. Die Neutronenreinigung hat die Anlage beschädigt. Soll heißen? Sensoren außer Betrieb. Automatische Reaktivierung keine Option. Sie bleiben in Stase, bis eine neue Kultur diesen Bunker findet. Möglicherweise reicht die Energie nicht. Keine Kapseln mehr abschalten! Ich brauche alle, die übrig sind! Auf Energiebedarf wird angemessen reagiert werden. Sie werden die Stimme unseres Volkes sein. Ich werde mehr sein als das. Wie viele andere? Nur Sie. Verstehen Sie mich? Ja. Ich habe Ihre Physiologie und Ihr Nervensystem gelesen und kann Ihre Sprache verstehen. Sie haben mich gelesen, während ich Zeugin war. Unsere letzten Momente. Unser Scheitern. Es war kein Scheitern, denn Sie haben überlebt, Javik. Ihr Volk hat sein Möglichstes getan. Es hat nie aufgegeben. Und diese Entschlossenheit könnte ich jetzt brauchen. Shepard, Sie haben gerade das Interesse von Cerberus geweckt. Ja, wir sollten vielleicht gehen. Asari. Mensch, ich bin von Primitiven umgeben. Hier ist es nicht sicher. Kommen Sie mit uns? Kämpfen Sie die Reaper? Ja. Ja. Dann bin ich gespannt. Nee. Einer niederen Existenz gebe ich meine Hand nicht. Der Proteaner? Korrekt, Admiral. Aber er ist nicht so, wie wir erwartet hatten. Commander, unsere Wissenschaftler begreifen kaum, was sie überhaupt tun müssen. Wenn der Proteaner beim Bau des Geräts helfen kann, brauchen wir seine Kooperation. Verstanden, Admiral. Wir verlieren immer mehr Kolonien. So etwas wie die Reaper-Streitmacht haben wir noch nie gesehen. Er schon, Admiral. Kann er uns helfen? Das werde ich herausfinden. Gut, Cerberus hat uns eine neue Waffe gegeben, die wir nutzen müssen. Hackett, Ende. Shepard, ich brauche Sie im Backbord-Frachtraum. Es geht um unseren neuen Gast. Bin unterwegs. Na denn, was gibt's denn, Liara? Was ist das Problem? Shepard, ich wollte den Raum freundlicher gestalten, aber Sie lassen mich nicht zu ihm rein. Verzeihung, Doktor. Kontaktprotokoll bei neuer Spezies. Von Feindseligkeit ist auszugehen. Die Vorschriften waren ganz schön verstaubt. Da er gut über Biotik verfügt, glaube ich kaum, dass deine drei Hanseln da irgendwas ausrichten würden. Aber hey! Aber er ist nicht neu. Ich studiere die Proteaner schon mein ganzes Leben. Wir können ihm vertrauen. Rühren. Ich glaube nicht, dass unser Gast ein Problem darstellt. Oder? Das kommt auf Sie an. Ich spüre Angst in Ihnen. Furcht und Zweifel. Die Reaper gewinnen. Was meinen Sie mit spüren? Das Leben hinterlässt Spuren, die man lesen kann. In ihren Zellen, ihrer DNA. Erfahrung ist ein biologischer Marker. Was genau habe ich dann auf Eden Prime erlebt? Das war ein Wahnsinns-Flashback. Die Schlacht hat bei mir etwas hinterlassen, das ich auf Sie übertragen habe. Es funktioniert in beide Richtungen. Wie Ihre Sender? Ja. Die. Fanden Sie einen? Sie sahen alles. Unsere Vernichtung. Unsere Warnung. Warum haben Sie sich danach nicht auf die Reaper vorbereitet, Mensch? Es heißt Commander. Und Ihre Warnungen waren unverständlich. Der Sender hätte mich fast getötet. Dann kommuniziert dieser Zyklus noch primitiv. Wir haben zusammengesetzt, was ging. Und damit vor 3 Jahren eine Reaper-Invasion gestoppt. Dann wurde die Auslöschung verzögert?
wir haben jetzt Ihre Pläne für das Gerät. Wir werden es bauen. Gerät? Die Waffe, an der Ihr Volk gearbeitet hat. Ich hatte gehofft, Sie sagen uns, wie man sie fertigstellt. Wir haben sie nicht fertiggestellt. Es war zu spät. Dann wissen Sie wohl auch nichts über den Katalysator. Nein. Ich war Soldat, kein Wissenschaftler. Ich beherrschte nur das Töten. Was war Ihre Mission? In meinem Volk gab es Avatare vieler Tugenden. Mut, Stärke, Klugheit. Ein Exemplar für jede davon. Wofür stehen Sie? Ich bin die Rache. Ich bin der Zorn eines toten Volkes. Ich verlange Blut für das Blut, das wir verloren haben. Erst wenn der letzte Reaper vernichtet ist, habe ich meine Aufgabe erfüllt. Ich habe keinen anderen Lebenssinn. Wer für mich ist, wird zum Verbündeten. Alle anderen werden zu Opfern. Einverstanden, Commander? Das ist extrem. Bei unserem Kampf gegen die Reaper war bisher nichts so schablonenhaft. Denn Sie haben die Hoffnung, dass Ihre Ehre bei Kriegsende noch intakt ist. In der Tat. Fragen Sie mal in der Asche einer Billion Seelen die Geister, ob Ehre etwas zählt. Ihr Schweigen reicht als Antwort. Wir haben das bei der Ausgrabungsstätte gefunden. Gehört es Ihnen? Ein Gedächtnistotem. Kann es uns bei dem Gerät helfen? Nein, es enthält nur Leid. Aber ich kämpfe mit Ihnen. Und das Letzte, was die Reaper vor ihrem Tod hören, wird die letzte Stimme der Proteaner sein, die sie ins Grab schickt. Das ist immer so witzig, diese eine Szene, die danach kommt, wo er einfach nur dasteht und nichts tut. Weil das Spiel einfach irgendwas nebendran lädt. Ich feiere es jedes Mal. Nein, das Spiel ist nicht abgeschüttet, das soll so sein. Das ist. Ich weiß nicht, warum sie es nicht behoben haben, aber es ist witzig. Vor allem, weil es ewig dauert. Aber es geht irgendwann weiter. Ja, also meistens. Eigentlich immer. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Das ist jetzt nicht wahr. Du bist jetzt nicht... Ich würde gerne noch einige Fragen stellen, wenn ich darf. Glück gehabt. Jetzt geht's los. Ich habe über ein Dutzend Artikel über Ihre Spezies in mehreren Fachzeitschriften veröffentlicht. Amüsant. Die Asari können endlich schreiben. Wie bitte? Schon gut. Was möchten Sie wissen? Oh Gott. Ihre sensorische Fähigkeit. Wir kennen keine andere Spezies mit Ihren sensorischen Fähigkeiten. Erfahrung durch Berührung weiterzugeben, war bei uns ganz normal. Die Chemie des Lebens. Komplexe Ideen konnten in Sekunden mitgeteilt werden. Das klingt ziemlich praktisch. Wir waren Jäger. Die detaillierte Wahrnehmung unserer Umgebung war überlebenswichtig. Das erklärt die Sender. Langsam beginne ich, die Sender etwas besser zu verstehen. Später haben wir die Technologie entwickelt, Informationen durch Berührung in bestimmten Objekten zu speichern. Das Gedächtnis hat einen eigenen Biomarker, genau wie Wissen und Fähigkeiten. Die Sender konnten sich das alles merken. Dinge wie die Reaper-Invasion. Ja. Ich spüre noch Ihre Verwirrung, als Sie Zeugin der Vernichtung unseres Reichs wurden. Ihr Sein hat sich an diesem Tag für immer verändert. Und was ist mit diesem Raum? Können Sie etwas aus diesem Raum herauslesen? Ich spüre Flüssigkeit, eine Art Inkubation. Die DNA eines Kroganers, der hier wohnte, er war stark. Gewalttätig. Ich bin beeindruckt. Sein Name war Grunt.
Wäre er mein Feind, würde ich einen großen Bogen um ihn machen. In seinen Genen liegt große Stärke. Proteanische Zivilisation. Liara würde es mir nie verzeihen, wenn ich sie nicht fragen würde. Wie war die Zivilisation der Proteaner? Ja, ich habe mich immer gefragt, was für eine Regierungsform sie hatten. Wie sah ihre Religion aus? Oder vielleicht... Wir sind tot. Welche Rolle spielt das noch? Es tut mir leid. Das Studium ihrer Geschichte hat mich mein Leben lang begleitet. Bei meiner Geburt lag unser Reich bereits im Krieg mit den Reapern. Meine erste Erinnerung ist mein Planet, wie er in Flammen stand. Aber davor? Wie war ihre Zivilisation vor dem Angriff der Reaper? Wir waren die dominante Spezies unseres Zyklus. Wir beherrschten die Galaxie. Meine Studien haben ergeben, dass sie damals die einzige raumfahrende Spezies waren. Das kam mir immer seltsam vor. Wir waren ein Reich mit vielen Untertanen, die sich alle irgendwann selbst Proteaner nannten. Und wenn sie das nicht wollten? Sie hatten keine Wahl. Meinen Sie Sklaverei? Heißt das, sie haben die anderen Spezies versklavt? Jeder konnte sich gegen uns stellen und hätte im Siegesfall geherrscht. Viele haben das versucht, alle erfolglos. Ich wusste nicht, dass Proteaner so hart waren. Es musste sein. Wir stießen früh auf die Gefahren von Maschinenintelligenz. Sie hat gegen uns aufbegehrt. Das Problem hatten wir auch. Bei uns heißen sie Geth. Die Maschinen durften uns nicht überflügeln. Der einzig gangbare Weg schien uns, alles organische Leben in unser Reich einzugliedern. Hat es funktioniert? Eine Zeit lang. Der Metacon-Krieg. Wir waren im Vorteil. Dann kamen die Reaper. Und wir begriffen, dass die Maschinen uns längst überflügelt hatten. Nur ganz anders als erwartet. Ja, mal sehen, was bei uns soweit ist, nicht? Ihre Mission. Auf Eden Prime sah es aus, als gäbe es weitere Stase-Kapseln. Was ist geschehen? Das Reich war gefallen. Unser Zyklus verloren. Wir waren die letzten Frontkämpfer, die besten noch lebenden Soldaten. Es hätten also mehr von ihnen diesen Zyklus erleben sollen? Ja. Unter meiner Führung hätte sich ein neues Proteanerreich erhoben. Wir hätten die Völker ihrer Zeit beherrscht und sie auf die nächste Reaper-Invasion vorbereitet. Aber Verräter in unseren Reihen, indoktrinierte Agenten, haben den Reapern unseren Plan mitgeteilt. Und was, wenn das funktioniert hätte? Nur so aus Neugier. Wie hätten sie uns beherrscht? Wir hätten ihnen keine Wahl gelassen, als sich uns anzuschließen oder die Reaper allein zu bekämpfen. Wir haben zahlreiche proteanische Ruinen gefunden. Haben sie unsere Vorfahren überwacht? Wir haben vor dem Krieg Spezies mit Potenzial kultiviert. Und sie hätten irgendwann die Chance bekommen, sich dem Reich anzuschließen. Aber als die Reaper angriffen, haben wir damit aufgehört. In der Hoffnung, sie wären noch zu primitiv, um geerntet zu werden. Nun, dann danke, glaube ich. Krieg der Proteaner gegen die Reaper. Was können Sie uns über Ihren Krieg gegen die Reaper sagen? Viele Details gingen verloren. Der Konflikt dauerte Jahrhunderte. Die zu Beginn gegen die Reaper gekämpft hatten, waren bei meiner Geburt längst tot. Aber es gab Gedächtnisscherben, die von Soldat zu Soldat weitergegeben wurden und uns Fragmente der Ereignisse zeigten. Ach du Scheiße. Wir haben Vigil auf Ilos getroffen. Vor einigen Jahren fanden wir auf dem Planeten Ilos eine Proteaner VI, die sich Vigil nannte. Oder Vigil. Der Verwalter eines Forschungsprojekts. Zu meiner Zeit war Ilos nur ein Gerücht. Es hieß, wir hätten Städte dort, errichtet auf den Ruinen einer alten Zivilisation, der Inusana. Falls wir dort wirklich eine Forschungsanlage hatten, war ihr Projekt streng geheim. Ja, Vigil sagte, sie hätten sich aus sämtlichen Aufzeichnungen gelöscht, damit die Reaper sie nicht finden konnten. Und dann gingen die Wissenschaftler in Kryostase. Es gibt noch mehr Überlebende? Nein, aber sie verhinderten, dass die Reaper in diesem Zyklus die Citadel übernahmen und haben die Invasion verzögert. Ich habe die Citadel nie gesehen. Sie fiel lange vor meiner Geburt. Ja, aber wir bringen dich schon hin, keine Sorge. Wie haben Sie die Reaper bekämpft? Wie hat Ihr Volk gegen die Reaper Krieg geführt? Zermürbungstaktik. System für System, Planet für Planet, Stadt für Stadt. Ganze Welten wurden geopfert, nur um die Reaper auszubremsen. Während sie eine Population ernteten,
konnten wir uns neu formieren. Konnten Sie das langfristig durchhalten? Nein. Unser eigenes Volk wurde indoktriniert, konvertiert und wandte sich gegen uns. Aber wir hatten keine Wahl. Gnade ist keine Waffe, nur eine Schwäche. Ich würde Gnade nicht als Schwäche bezeichnen. Die Fähigkeit, Gnade zu zeigen, ist für mich eine Stärke. Wobei es auch immer auf die Situation ankommt, ne? Wenn man dann an so Superhelden denkt, aus Comics teilweise, denkt man sich auch, ja, da ist die Gnade falsch angesetzt, den solltest du einfach platt machen, das wird nicht gut ausgehen. Warum hat Ihr Zyklus den Krieg verloren? Unsere Stärke, unser Reich, wurde zum Risiko. Alle Spezies folgten nur einer Doktrin, einer Strategie. Als die Reaper unsere Schwächen kannten, konnten wir uns nicht mehr anpassen. Die Dienervölker waren uneins und verwirrt. Dann war es nur noch eine Frage der Zeit. Zum Glück ist das in unserem Zyklus anders. Die meisten Völker kooperieren, bleiben aber individuell. Das könnte ihre einzige Hoffnung sein. Das Proteanergerät. Können Sie uns noch etwas mehr über das Gerät erzählen, das Ihr Volk bauen wollte? Wir haben nur Gerüchte gehört. Es hieß, unsere Wissenschaftler würden eine große Maschine konstruieren, die Reaper besiegen könne. Sie haben sie nie gesehen? Zu dem Zeitpunkt war das Reich bereits zerschlagen. Niemand wusste, was die anderen machten. Wenn wir es nicht bald beenden, ergeht es uns genauso. Also, weniger labern, mehr tun. Auf Wiedersehen. Danke für dieses Gespräch. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Proteaner treffe. Ich empfand es als amüsant. Was? Dass die primitivsten Spezies meiner Zeit jetzt die Galaxie beherrschen. Asari, Menschen, Turianer. Die Salarianer gibt's auch noch. Evolution bei den Echsenwesen? Sie sind Amphibien, soweit ich weiß. Sie haben Fliegen gefressen. Commander, Sie können auf mich zählen. Mein Name ist Javik. Aber ich muss mich noch erholen. Der Schock sitzt ziemlich tief. Ich verstehe. Das muss eine erstaunliche Erfahrung sein. Wir freuen uns, Sie an Bord zu haben, Javik. Gut, Leute. Partikelgewehr! Wir haben unsere Waffe, die wir nutzen werden die ganze Zeit. Und ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Dabeisein. Hier beende ich die Folge und beim nächsten Mal gibt's dann die Cerberus-Einrichtung und die erste große Hauptmission, die Turianer. Freut euch drauf. Würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst einen Daumen oben, würde mich sehr freuen und dem Kanal helfen. Wie gesagt, tut nicht weh, weil kostet nichts. Und zeigt mir, dass ihr Spaß an dem Quatsch habt, den ich hier so treibe. In diesem Sinne, macht's nicht gut, macht's besser. Euer Schraubsel. Ciao.